Bro, ich werde den Admin jetzt anrufen. Oh mein Gott, Checkpoint, wir haben seinen Lambo-Schlüssel gefunden. Ich will die Koordinaten sehen, sonst bringt dir dein Lambo nicht wieder. Hey yo Leute, Kramix hier, was geht ab, hier Paul Berger, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal und heute mit dabei Ehrenbruder Stani, Junge. Leute, Gamescom 2024, Stani ist bei mir zu Besuch, ich werde euch hier mitnehmen in der ganzen Woche, Leute, es gibt einen fetten Gamescom-Vlog und heute starten wir direkt und wir werden jetzt gleich erstmal hier Minecraft aufnehmen, also lasst dafür mal ein Like und ein Abo da, hier in meinem Zimmer kennt ihr ja schon, Stani hier mit dabei, zack, hier natürlich auch schon Minecraft ready, Minecraft Helden, ihr wisst Bescheid, wir machen gleich eine coole Challenge, geil, Leute. Mann, geil. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier mal ready, nehmen noch schnell auf, dann geht's weiter, danach gehen wir schön was essen, Leute, let's go. Bro, ich sag dir ehrlich, ich bin heute Gast, ne? Ja. Ich wäre dafür, dass du mir mal eine Paul Berger Limo bringst. Eine Paul Berger Limo, du. Bubblegum hab ich Bock heute. Bubblegum. Das sind natürlich gute Gastgeber. Ja, deswegen, Max, los. Paul Berger Limo, mach die Tür zu. So. Leute, guckt mal, wo ich hier gerade bin. Ich bin ja hier gerade bei Max am PC und ich habe mir nämlich gerade überlegt, ich werde ihn gleich rausschicken und werde sagen, Max, mach mir doch mal bitte was zum Essen oder irgendwas, ihr sollt irgendwie Essen holen, Essen bestellen oder sonst irgendwas und dann werde ich mich mal einfach hier einloggen bei ihm bei Minecraft, ich werde noch sagen, ich muss irgendwas am PC machen und dann werden wir mal gucken, Freunde, wo Max seine ganzen Items hat, seine Geheimbase hat, alles drum und dran, Minecraft-Helden, unfaire Taktiken werden jetzt hier ausgepackt, Leute, okay, wir müssen jetzt so aufpassen, wenn er gerade kommt, dann tue ich so ganz normal so, ach so, yo, ich habe gerade mit den Leuten geredet, was wir machen, dass wir jetzt zu Gamescom gehen, alles drum und dran. Junge, guckt euch das an, Leute. Ey, und Max, ich habe mit den Leuten eine kleine Wette gemacht. Und zwar, wir wetten, du kannst mir kein Sandwich machen. Ein geiles Sandwich, Bro. Würdest du das machen, so als guter Gastgeber, weil du auch gerade meintest, du bist ein guter Gastgeber? Alter, ich muss dir doch jetzt hier nicht ein Sandwich machen. Ja, okay. Leute. Kann ich dir nicht ein paar Takis oder so holen? Ich hab's euch gesagt, Leute. Ich hab's euch gesagt. Ja, oder hol irgendwas, Bro. Mach eine kleine Überraschung. Ja, ich hab Hunger. Eine kleine Überraschung für Stani. Bro, wenn ich schon mal hier bin, dann muss doch eine kleine Überraschung drin sein. Bro, komm. Aber danach nehmen wir Minecraft jetzt auf hier. Danach machen wir Minecraft. Safe, safe, safe. Okay, okay. Ich bleib hier sitzen. Du kannst ja Dings. Leute, ich bin natürlich ein Ehrengastgeber. Oh, ja. Ich bin natürlich ein Ehrengastgeber. Ich hol dir was. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bis gleich. Okay, Leute, Max ist weg, Max ist weg. Ich muss jetzt gucken, wie das hier alles funktioniert. Okay, warte mal, ich logge mich jetzt erstmal ein hier bei Minecraft Helden. Okay. Oh mein Gott, okay, wir sind drin, Freunde. So, Leute, wir müssen jetzt schnell weg hier. Wir müssen jetzt richtig schnell weg hier. Ich will nämlich jetzt auch schnell Max sein, bevor er wiederkommt, Leute. Ich muss jetzt schnell alle seine Sachen verstecken. Also das mittlerweile schon hier nimmt langsam richtig andere Ausmaße an. Ich nehme hier alles, Leute, ich nehme hier alles. Bro, ich nehme hier einfach alles weg. Ist mir komplett egal. Okay, Pickaxe vielleicht nicht. Aber ich nehme ihn einfach alles weg. Ich nehme ihn alles weg, Leute. Er hat nichts mehr. Max hat nichts mehr. Das ist so ehrenlos, Leute. Das ist echt ehrenlos. Aber ein bisschen, vielleicht gebe ich ihm ein bisschen was wieder. Ich sag's ehrlich. Noch wieder. Hey, Bro, was machst du da? Bro. Hä? Bro, ich talk hier gerade Minecraft ein bisschen. Bro, du bist doch in meinem Account drin. Hä? Was laberst du, Bro? Ich bin in meinem Account. Zeig mal. Bro, was soll ich? Du hast doch nur noch. Du hast doch nicht mal alle drei Herzen mehr. Das ist doch gar nicht dein Account. Drück mal E. Bro, du spielst mit meinem. Wo ist mein Loot? Bro, die hat gerade. Die hat mir IT gerade weggenommen. Hä? Bro, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ey, Bro, quatsch nicht. Warum sollte IT mich ausrauben? Bro, IT hat. Ey, geh mal jetzt hier von meinem PC weg. Bro, was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Du sabotierst, Alter. Bro, ich hab nichts gemacht. Ey, Bro, du sabotierst, Alter. Bro, ich werde dich bannen lassen. Ich werde das der Projektleiter. Bro, was? Ich werde das der Projektleiter. Bro, warum? Bro, wie warum? Du hast mir einfach, du hast hier eingeloggt bei mir und meine Sachen weggenommen. Ich hab nichts gemacht, Alter. Bro, ich hab nichts gemacht. Bro, ich hatte zwei Diamant-Setups. Bro, ich hab mich so eingeloggt, das war bei dir so. Das war so. Ja, okay. Das war so. Wir waren gestern bei Wife auf der Hochzeit und währenddessen war hier ein Einbrecher wahrscheinlich bei mir und hat mein Diamant-Rüstung. Bro, vielleicht hast du schon vorher verloren. Bro, du. Wo? Hä? Hast du gerade dein Handy in der Hand? Bro, war Frank, Bro, war was? Ey, ich hab mich nur gerade eingeloggt, das war alles schon weg gewesen. Bro, ich such seit 20 Minuten dein Handy. Das war alles. Du hast dein Handy in der Hand gehabt gerade. Das wird mir hier zu bunt, Bro. Wo hast du meine Sachen versteckt? Das wird mir zu bunt. Bro, ich gehe jetzt. Was hast du hier Max, gemacht? Ich will nach Hause jetzt. Bro, ey, weißt du, wie lange man fahren muss für. Das sind 50 Minuten. Ja, reg dich ruhig auf, ich hab film dich gerade. Bro, ich film dich gerade. Ey, mach doch mal die Kamera jetzt weg. Ey, Bro, das kann echt keinen Spaß. Junge, ich hab mich so eingeloggt, da war nix. Bro, ich werde den Admin anrufen, das geht nicht. Das geht Bro, dann ruf den Admin an, da war nichts gewesen. Bro, ich hab mich. Bro, da war dein Account war genau so gewesen. Okay, wahrscheinlich. Bro, dein Account war genau so gewesen. Genau, ja. Bro, das geht ehrlich zu weit. Dein Account. Bro, guck mal, wir kennen uns seit 11 Jahren, ich war hier allein an meinem PC und du ziehst sowas an. Dein Account. Nur weil du ein Herz weniger hast. Ich muss jetzt ins Hotel zurück. Danke. Ist das dein Herz gerade? Danke für die Paul Berger Limo. Ist das dein Herz?
Alter? Ich gehe jetzt ins Hotel zurück. Ey, ich war so korrekt zu dir und jetzt machst du so? Leute, ihr habt's gesehen, ich habe mich eingeloggt, da war nichts gewesen. Ich weiß nichts von Max, wo Max von was redet. Er rastet jetzt hier komplett aus, ohne Grund. Leute, hör mal auf zu filmen, Alter, das ist echt nicht mehr lustig. Junge, ich habe mich eingeloggt, da war alles weg. Okay, Bro. Du hast doch gesehen, ich hab doch gar kein Minecraft gespielt gerade. Da ist gar nichts mehr da. Leute, das war's. Ich hau ab, Bro, ist mir egal. Ey, Bro, Alter, das geht echt zu weit, Mann. Jo, ich will jetzt nach Hause. Du gehst jetzt nicht nach Hause. Ich rufe mir so ein Taxi, Bro, du wolltest mich fahren. Und ich will mir so raus ein Auto haben. Alter, du sagst mir jetzt, wo meine Diamanten sind. Ich hab deine Diamanten nicht, Bro, was laberst du? Hey, Bro, das ist so ehrenlos von dir, jetzt Real Talk. Bro, ich hab deine Diamanten nicht. Leute, das ist jetzt echt kein Spaß mehr. Bro, nur für deinen Königskriegerorden. Königskrieger! Leute, checkt ihr das? Wir sind 11 Jahre Freunde. Bro, sag mir jetzt, wo mein Loot ist. Bro, ich hab dein Loot nicht, da war nichts mehr gewesen. Bro, ich war, Okay, beweis ich war zwei anderes. Tage nicht zu Hause. Bro, beweis mir doch was anderes. Beweis mir was anderes. Wo sollen die Sachen denn jetzt sein? Bro, sind weg! Bro, ich hab dich gerade 10 Minuten hier alleine gelassen, weil du mich die ganze Zeit trinken, Sandwich, dein Handy hast holen lassen. Bro, ich gehe jetzt nach Hause. Na, Bro, weißt du was? Leute, Bro, du gehst nirgends hin. Weißt du, was ich mach? IT Blackjack sind gerade online. Ich frage jetzt die Jungs. Safe haben die was mitbekommen. Seid doch jetzt mal ehrlich. Ich sehe doch, wie du lachst. Bro, ich hab doch lachen. Leute, das sind zwei Diamant-Setups. Wisst ihr, wie lange man dafür fahren muss? Zwei Diamant-Setups. Ich hab selber zwei Diamant-Setups, Bro. Ich hab selber zwei Diamant-Setups, Leute. Ich Bro, du selber. Sabotierst mich einfach. Ich hab selber zwei Diamant-Setups. Bro, ich werd das jetzt rausfinden. Guck mal, Leute, hier ist er, der Hater, Bro. Er denkt... Ja, Bro, ich werd das jetzt rausfinden. Nein, ich werd das jetzt rausfinden. Er sagt, rausfinden. Guckt euch das an. Ich bin komplett blank. Bro, du hast mein ganzes Inventar leergeräumt. Bro, wie kann man denn so übertreiben? Das Ding ist, er macht jetzt hier so künstlich auf Aufregung. Er hat vorher seine Sachen versteckt und sagt jetzt, das ist meine Schuld, dass ich das war. Bro, es ist nicht nur, dass du meine Diamantsachen... das geht echt zu weit. Locker hast du in meinem Namen hier voll den Müll gemacht. Locker hast du in meinem Namen hier so einen Müll angerichtet. So, zack, 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 zack. Warte mal, wer ist denn alles online? IT, Blackjack... ich werde jetzt mal Ding schreiben. Bro, ich finde das raus. Und bis ich das nicht rausgefunden habe, wirst du hier nicht weggehen. Wo bist du? Bro, nein, du gehst nicht. Bro, ich werde das jetzt rausfinden. Du wirst nicht gehen. Ey, Jungs. Hä? Was ist? Hey, was ist los, Jungs? Ja, du hast gesagt, du willst die Paulberger Ritter auflösen. Hä? Ja, dann hast du gesagt, dass ich dumm bin. Hä? Ey, Jungs, ich war seit zwei Tagen nicht zu Hause. Ich war bei der Wife auf der Hochzeit. Ja, das hast du uns eben auch gesagt. Und was ist mit deiner Stimme? Die ist wieder normal. Hä? Wie meine Stimme ist? War anders. Ja, du hast eben ganz anders geredet. Ey, Jungs. Das war Stani. Stani war hier gerade bei mir zu Hause. Ich war das nicht. Was hat er euch erzählt? Er hat mir ganz viele Items gegeben und alles. Was? Ja. Ja, ihr habt mir Items gerade gegeben? Ja, ganz viele wertvolle Nein. Nein. Was? Stani, du ekliger, komm her. Nö. Stani, komm her jetzt. Nein, ich bin nach Hause. Ey, guckt euch den ekligen Esel an, der da unten sitzt. Bro, du gehst jetzt nicht. Ey, Jungs, Real Talk, das war Stani gerade. Ihr habt Stani, einem Königskrieger, gerade alle eure Sachen gegeben und er hat mein ganzes Zeug versteckt. Der will mir nicht sagen, wo es. Habt ihr zufälligerweise mich gerade irgendwo hinlaufen sehen, wo die Sachen sind? Ja, zur Burg oben. Ja, hoch. Ist oben zur Burg gelaufen. Also, und habe ich also noch irgendwas. Habe ich mit irgendjemandem Beef noch angefangen oder so? Mit Amir? Doch, Amir war hier draußen. Ey, der hat nur Chaos angestiftet. Also Jungs, vergesst alles, was passiert ist. Ich war's nicht. Die Paulberger Ritter werden nicht aufgelöst. Alles ist gut. Sag noch mal genau, was ich euch getroppt hab. Was ihr mir getroppt habt. Ich muss das... Goldäpfel. Leuchtsteine habe ich gesammelt extra für uns. Oh, Leuchtsteine, stark. Vertraut mir, wenn ich weiß, also check das wirklich genau, ob ich das bin nochmal, wenn irgendjemand nochmal kommt. Ey, Bro, das ist jetzt echt kein Spaß mehr. Sag mir, wo du es hingemacht hast. Bro, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Bro, das ist kein Spaß mehr. Wie kann man denn so weit gehen? Bro, ich werde den Admin jetzt anrufen. Ich stelle mich jetzt hier vor die Tür. Leute, Max stellt sich vor die Tür. Warte, ich rufe jetzt Yami an, der hat das Projekt geplant. Bro, das ist nicht in Regeln, das verboten ist. Yami? Ja, hallo? Ey, Bro, Stani hat mein gesamtes Setup versteckt. Er war an meinem PC, hat mein Setup versteckt. Hey. Können wir Stani bitte bannen? Ich hab nichts geklaut. Da gibt's keine Regel zu, Bro. Wieder gibt's keine Regel zu? Ja, also, wenn du nichts sicherstellst, so, was soll ich, weißt du? Wie nicht sicherstellen? Er war bei mir zu Hause, das kann man doch nicht kontrollieren. Haha, Bro, ich hab nichts genommen, er lügt, Bro. Er lügt. Bro,
Ich will, dass Stani gebannt wird aus dem Projekt. Bro, es gibt dafür gar keine Regeln. Was laberst Bro, du? Es muss doch keine Regel dafür geben, dass man jemandem Bro, von seinem Zuhause Sachen klaut. Ich habe nichts geklaut. Dann hast du einen Beweis, dass ich was geklaut habe. Ja, Bro, okay, du warst 10 Minuten. Wenn du einen Beweis hast, dann können wir das im Team reinreichen und dann gucken wir noch. Ja, ey, was habe ich für einen Beweis? Der war 10 Minuten allein in meinem Zimmer. Ich erwisch ihn beim Minecraft spielen und auf einmal ist mein ganzer Loot weg. Okay, wir gucken mal über in die Logs und so und dann sagen wir mal Bescheid. Ja, dann ruf mich bitte gleich an. Bro, dafür gibt's keine Regeln. Dafür gibt's keine Regeln. Das ist Quatsch. Bro, er checkt jetzt die Logs. Bro, da unten ist gebannt. Bro, Leute, es gibt dafür Königskrieger sind bald raus, ja. Leute. Ihr seid bald so. Ja, kannst du mich jetzt nach Hause fahren? Nein, Bro, nein, du gehst nicht nach Hause. Bro, niemand geht hier nach Hause, bis das nicht geklärt ist. Niemand geht nach Hause, bis das nicht geklärt ist. Ja, setz dich da ruhig hin. Ja, ey, Bro, was lockst du dich denn jetzt hier schon wieder ein? Ey, das geht so echt nicht mehr. Hä? Leute, was schreibst du da gerade schon wieder? Ich bin ein Loser. Was? So. Ey, Leute, ganz ehrlich, wir müssen uns jetzt mal irgendwas überlegen. Ich bin so ein Futter, Bro, das ist so ein Spiel. Bro, das ist nur ein Spiel. Okay, dann lock dich jetzt bei dir ein und wir werfen deinen ganzen Loot weg. Ich weiß dein Passwort gar nicht aus dem Kopf. Ah. Ja. Okay, Passwort weißt du nicht. Ich weiß dein Passwort nicht. Ah, das ist ja interessant. Bro, es ist einfach nur ein Spiel und du drehst komplett durch, Alter. Bro, das ist Minecraft-Heldenprojekt. Was soll ich denn jetzt ohne meine Rüstung machen? Überleg mal, ich würde jetzt zu irgendeinem Hinrad den angreifen und du wirst dein Herz verlieren. Das wäre mies. Warte mal, hast du gerade indirekt zugegeben, dass du meine Sachen versteckt hast? Ich hab nur gesagt, überlege mal. Ich hab deine Sachen nicht. Ja, nee, du hast gesagt, was soll ich denn mit deinen euren Sachen? Ich hab doch selber meine Sachen. Ja, lass doch mal mein Kabel hier in Ruhe, Alter. Willst du mein Headset jetzt kaputt machen? Ey, Leute, ich hab keine andere Wahl. Irgendwie, der sagt mir das hier nicht. Ich muss jetzt selbst suchen. Ich muss das irgendwie rausfinden, wo der war. So, Stani, weg von meinem PC. Weg da. Hey Freunde, ich muss das jetzt irgendwie hier selbst rausfinden. Stani ist ja keine große Hilfe. So, wir gehen hier nochmal rein in Minecraft Helden. Ey, jetzt, Bro, jetzt nerv hier nicht, bitte, ehrlich. Bro, Alter, ey, Bro. Oh, ich bin Harry Potter. Mit so einem Freund braucht ihr keine Feinde mehr. Ich muss die Sachen irgendwie rausfinden. Er kann ja nicht weit weg gewesen sein. Wer hat die Sachen? IT und Blackjack haben die Sachen. Ja. Bro, ich hab nicht mal mehr Essen dabei. Du hast nur eine Karotte hast du mir gelassen. Ich hab kein Essen genommen. Alter, was ist das hier, Max? Ey, da ist Blackjack. Bro, was mach... Bro, das ist von meinem Lambo, Junge. Bro, lass du mal die Sachen jetzt da stehen, ja, okay. Ehrlich. Das ist kein Spaß mehr. Blackjack! Ja? Bro, ey, Stani will mir nicht verraten, wo meine Sachen sind. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau. Aber ich weiß sag nur, mein etwa, ja, sag mal in etwa, wo er langgelaufen ist, Bro. Er will's mir, er rückt einfach nicht raus mit der Sprache. Bro, was macht er überhaupt bei dir? Bro, ich hab ihn als Gast zu mir eingeladen. Checkst du das? Ich hab ihn so korrekt behandelt. Ich hab ihm Essen gebracht. Ja, okay, jetzt sabotiert er noch. Ey, Bro. Ja, irgendwo, warte mal, gib mir bitte erstmal was zu essen. Er hat selbst mein ganzes Essen weg. Kein Problem, warte. Ey, Bro, hör doch mal auf jetzt hier. So, glaubst du, hat er meine Sachen versteckt? Irgendwo hier in dem Umkreis, weil bis dahin hat man ihn gesehen. Nein. Bis hierhin habt ihr ihn gesehen. Also, ja. Er war, nachdem ihr ihm die Sachen gibt. Bro, das sind so Splashballs. Ja, die kannst du essen. Okay, also Jungs, also nachdem ihr ihm die Sachen gegeben habt, war er irgendwie hier oben, habt ihr gesagt. Ja, genau. Also das heißt, verabschiedet und ist hier hoch. Das heißt, mein Loot muss irgendwo... Bro, sag, Stani, bitte, sag doch jetzt mal, wo mein Zeug ist. Ehrlich. Ich weiß es nicht, wenn du den hier isst. Wie, wenn ich das Ding hier esse? Ja. Ich glaube, da kann alles drin sein. Nee, hier ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Blackjack hat eine Kiste gefunden. Warte mal, vielleicht ist da mein Loot drin. Da ist nur Erde. Nein, das ist gar nicht gut. Ey, Jungs, warte mal, wir gucken gleich weiter. Eine Sekunde. Bro, jetzt aber Real Talk, weil diese Splashballs, die können richtig eklig sein. Ja, wie macht man die denn? Musst du aufschneiden. Ja. Ich gehe eine Schere holen, aber ich lock mich hier erst aus. Ich lock nicht, dass du jetzt hier wieder rangehst. Ja, ich vertraue dir nicht. Wir nehmen beide ein Splashball. Was kann da hier drin sein für Sorten? Bro, aber ich schwör, dass du mir dann sagst, wo mein Setup ist. Schwör, dass du dann sagst, wo meine Sachen sind. Bro, anders esse ich das Ding nicht. Dann ist es nicht. Ja, Bro, dann wolltest du mich gerade pranken. Dann ist es nicht. Gerade ihm sagt er noch, ich soll das Ding essen, dass er mir das sagt. Ja. Na, Bro, komm. Ich habe deine Sachen nicht. Wie soll ich dir sagen, wo die Sachen sind, wenn ich nicht weiß, wo die sind? So, Okay, Stani. Komm mal, bitte jetzt. Komm mal, wirklich als Freund. Ehrlich. Ist ja alles lustig. Wir sind YouTuber, Prank, haha, hihi. Jetzt aber wirklich aufkorrekt. Du weißt, wie viel Arbeit das ist. Allein das Verzaubern. Ich hab die nicht gehabt. Brauchst du nicht mehr, Bro. Bro, ich hab die sag gehabt, das in die hab, Kamera, dass du die Sachen nicht hast. Ich sag gar nichts mehr, ohne meinen Anwalt. Bro, bitte, sag jetzt, bitte. Ja, Bro, ist dein Splashball, dann überlege ich mir das. Ey, Leute, die Dinger können so eklig schmecken.
Die können so richtig eklig schmecken. Guck mal, die sind mit. Was ist denn da? Was sind da alles für Geschmackssorten? Bro, das gibt's hier. Ich weiß, es gibt so Fisch. Und Käse und Stinkekäse und. Ja, also richtig eklige Sachen gibt's da. Ey, okay, warte mal. Ich geh jetzt eine Schere holen. Ja. Du gehst aber hier nicht an mein Ding dran. Du gehst hier nicht an den PC. Nein, ich gehe nicht ran. Ich warte jetzt hier einfach. Ohne Faxen machen. Ja, okay. Bro. Ich werde den Leuten auch sagen, dass ich nichts habe. Ich werde den Leuten sagen, Leute, ich hab nichts. Ich hab nichts, Leute, ich hab nichts. Yo, die Paulberger Ritter lösen sich auf, Alter! Hä, Bro, du bist ja schon wieder da! Nein, ich wollte nur mit Blackie reden. Hä? Mit Blackie wollte ich reden. Bro, Alter, glaubst du nicht, es reicht langsam? Ich will den nehmen. Hier davon. Aber du hast gesagt, dann sagst du mir, wo mein Loot ist. Ich sag dir dann, wo der Loot ist. Was ist das für ein Geschmack? Das war Vanille. Okay, du hast Glück gehabt. Hier. Warte mal, ich will einen von denen da hinten. Welchen denn? Den rechten. Boah, Leute, ey, die können richtig eklig sein. Entweder extrem scharf oder keine Ahnung was. Leute, ich hoffe, dass jetzt hier nichts Schlimmes ist. Leute, alles für Minecraft-Helden, für mein Loot. Warum? Bro, alles gut. Boah, ich glaube, das war Schimmelkäse oder so. So. Boah, mir ist richtig schlecht, ey. Aber bitte, ey, jetzt sag's mir, wo mein Loot ist. Ich hab dein Loot nicht. Bro, du hast gerade gesagt, du machst es. Ich hab dein Loot nicht, Bro. Ey, bitte ehrlich, Mann. Ich habe... Du hast gerade gesagt, du machst es. Ich werde dir nicht sagen, wo irgendwas ist, weil ich es nicht habe und jetzt lass mich in Ruhe. Leute, ganz ehrlich... Die Stimme kam so überraschend, dass du so Piper als auch... Leute, ganz ehrlich, ich werde jetzt hier andere Seiten aufziehen, ja? So machen wir das. Ey, weißt du was, Stani, alles gut. Mach du einfach dein Ding, ich glaub dir. Zock ruhig weiter mit meinem Account, alles gut. Danke, alles Bro. Gut, alles gut. Alles gut, mach ruhig weiter. Ja, mach ruhig weiter, alles gut. Ey, ganz ehrlich, Leute, soll der da weiter zocken? Ich habe ja eh schon alles verloren. Wir müssen uns jetzt was überlegen, wie Stani uns die Diamanten zurückgibt. Und zwar werde ich ihm dafür was nehmen, was ihm genauso wichtig ist, Leute. Und zwar werde ich ihm dafür jetzt sein Lambo klauen, weil der steht in meiner Tiefgarage. Leute, let's go. Ey, Leute, das Ding ist nämlich, hier ist seine Weste. Hier, der ist gerade bei mir zu Besuch. Ihr wisst ja, Stani trägt ja immer seine Weste. Irgendwo hier muss er seinen Schlüssel haben. Es muss jetzt ganz schnell gehen. Oh mein Gott, Checkpoint, wir haben seinen Lambo-Schlüssel gefunden. Okay, Freunde, jetzt muss es ganz schnell gehen. Runter in die Tiefgarage. Los. Oh mein Gott, Leute, schaut euch mal seinen krassen Lambo an hier. Und das hier ist einfach der Schlüssel dafür. Oh mein Gott, wir werden den jetzt so klauen. Leute, ganz ehrlich, wenn er für irgendwas die Diamantsachen wieder hergibt, dann ja wohl für seinen originalen Lambo, Leute. Hier seht ihr auch Fortnite, der gelbe Fortnite-Lambo von Stani. So, zack, rein da. Oh Gott, Leute, ich bin schon so lange kein Lambo mehr gefahren. Oh, so schnell einsteigen hier. Zack, zack. Leute, wir müssen uns natürlich ein bisschen beeilen, nicht, dass der jetzt hier was merkt, bevor wir hier weg sind, weil sonst haben wir natürlich kein Druckmittel mehr. So, hier Startknopf, Leute. Oh, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, wir haben Stanis Lambo, Leute. Okay, ich fahre damit jetzt mal schnell aus der Tiefgarage raus und dann fahren wir hier erstmal ordentlich weg, Leute. Let's go. So, Leute, ich bin jetzt hier schon mal ein ganzes Stück weit weggefahren mit dem Lambo. Ey, der sieht auch zu krass aus, Leute. Ich muss auch echt sagen, ich vermisse den Huracan richtig. Macht übelst Spaß. Aber, Leute, ich denke mir gerade, ich habe noch gar nichts von Stani gehört. Ich bin jetzt locker hier schon 10 Minuten weg oder so und ich habe noch nichts von ihm gehört. Dann habe ich halt noch ein bisschen länger Spaß mit dem Wagen hier. So, zack, ist natürlich hier gerade noch nicht warm gefahren, ne? Auf den Motor achten wir natürlich trotzdem. Aber ich würde sagen, wir können ja Stani einfach mal ein Bild schicken. Ja? Ich werde ihm jetzt einfach mal ein Bild auf WhatsApp schicken und mal gucken, ob er sich dann fragt, wo ich bin. So, wir machen mal hier ein Bild vom Wagen, Leute. So. Und schön ein Foto machen, Leute. Und das schicken wir jetzt erstmal an Stani. So, Leute, hier an Stani rausschicken. Mal gucken, wann er darauf reagiert, Leute. Hä? Leute, guck mal, er schreibt hier gerade was. Bro, was das? Wo bist du? Ich hoffe, man sieht das, weil das hier gerade so spiegelt. Ah, Leute, guck mal, er ruft an. Er ruft sogar an. Leute, wisst ihr, was ich jetzt hier mal mache? Ich werde ihn jetzt hier erstmal wegdrücken. Der wird jetzt erstmal ein bisschen ignoriert. Mal gucken, ob er dann schon mal Panik bekommt mit seinem Wagen. Also ich muss sagen, Leute, eigentlich der Lambo war ein guter Tausch gegen Patias, ja? Ist doch gar nicht so schlecht. Oh, Leute, er ruft ja schon wieder an, Stani. Ah, wisst ihr was? Drücken wir nochmal weg. Schon zwei verpasste Anrufe. Das ist ja interessant. Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde ihn jetzt erstmal ein bisschen wegdrücken, dass er nämlich erstmal ein bisschen Panik bekommt. So, ne? Soll er erstmal ein bisschen schön Panik bekommen? Ja, wir können ja mal beim nächsten Anruf. Wenn er jetzt nochmal anruft, dann gehen wir mal ran. Dann gucken wir mal. Leute, er nimmt eine Sprachmemo auf. Oh, warte mal, er hat eine Sprachmemo geschickt. Bist du
Ich bin hier gerade raus, Digga. Wo ist mein Auto? Willst du mich veräppeln oder was? Digga, das geht mir ein bisschen zu schlecht, Alter. Digga, das ist abgesprochen. Wir haben mit dem Auto von niemand gefahren und alles. Und du nimmst dir das einfach, Bro. Das ist zu weit, sag ich ehrlich. Ah, das geht jetzt zu weit. Ah, Bro, keine Sorge. Ich fahr mit deinem Auto nur ein bisschen... Ich fahr mit dem nur ein bisschen durchs Feld. Ist ja Offroad, oder? Ist das nicht ein Offroad-Auto? Ey, Leute, wisst ihr was? Ich mach mal kurz den Motor aus. Ich glaube, wir sind nämlich schon ein bisschen länger hier. Oh, warte mal, er hat noch eine Memo geschickt. Nee, sorry, Alter. Ich hab keinen Spaß gemacht mit deinen ollen Minecraft, Alter. Du übertreibst direkt so. Bro, geht's gut oder was? Ah, Leute, habt ihr es gehört? Er hat's ja gerade zugegeben. Er hat's gerade zu. Das ist ja interessant. So, zack. Okay, ja, ist doch schön hier. Mal gucken. Oh, er ruft nochmal an. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal ran, Leute. Yo, Stani! Ja, also, Bro, das ist jetzt 10 Minuten zurückzukommen, ansonsten werde ich die Polizei rufen, das ist scheißegal. Wie? 10 Minuten hä? Zeit, 10 Minuten Leute, hast du Zeit. Leute, ich habe mich kurz gemutet, der übertreibt ja komplett Polizei rufen. 10 Minuten. Bro, hä? Leute, er hat aufgelegt. Ey, warte mal, ey, will der jetzt die Polizei rufen, oder was? Ey, Leute, er versteht ja gar keinen Spaß. Digga, das war richtig lustig, Alter. Also, ich sag dir ehrlich, sorry, aber es geht viel zu weit. Das war nicht mehr lustig oder so. Ah, das geht jetzt zu weit. Das geht jetzt zu weit. Das ist ja interessant. Ich ruf ihn mal an. Ich werde ihm sein Auto erst wieder geben, wenn er die Koordinaten gibt. Yo, Stani! Bro, was willst du? Bro, du weißt schon, dass du gerade indirekt zugegeben hast, dass du mein Loot versteckt hast. Laberst du, Alter? Bro, du hast gerade wortwörtlich in deiner Memo gesagt, das mit Minecraft war lustig, aber das geht zu weit. Also gibst du ja zu, dass du es gemacht hast. Ja, aber Bro, ich sag so, ich hab deinen Wagen leider schon bei Omid verkauft. Ja, bestimmt, Bro, bestimmt, ja. Ich sag dir, wie gesagt, du hast 10 Minuten Zeit, komm zurück, oder du wirst sehen, ganz einfach. Ah, okay. Dann ist der Loot dein kleinstes Problem. Der Loot ist letzte Warnung. Ja, gut, dann, weißt du was, ich werde dir erst den Lambo wieder zurückbringen, wenn du mir schreibst, wo die Koordinaten sind. Junge, ich zeig dir wo die Kiste ist. Ich will die Koordinaten sehen, sonst bring ich dir dein Lambo nicht wieder. Aufgelegt. Er hat aufgelegt. Bro, entweder du sagst mir jetzt, wo mein Loot ist. Oh! Oh, er hat einen Screenshot geschickt! nicht ein Screenshot, sondern ein Bild vom Ding hier. Das spiegelt hier so. Aha! Koordinaten 1111 und minus 37. Ah! Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir fahren mal wieder zurück, mal gucken, ob das stimmt. Ansonsten muss ich leider den Lambo behalten. Na gut, Freunde, dann heißt es jetzt Abschied nehmen vom Lambo. Wir brauchen ja unsere Dias wieder. Aber seid mal ehrlich, so ein Huracan, ich vermisse das Auto. Soll ich mir auch mal wieder so einen holen? Und hier vielleicht Paul Berger Limo-Logo drauf machen? Das wäre auch krass, so in Blau wie ein GTA, Leute. Na gut, wir fahren jetzt mal wieder zurück. Let's go. Boah, Leute, ich muss sagen, das hat schon echt Spaß gemacht hier mit dem Lambo. Ach, guck mal, da steht ja schon Stani. So, machen wir erstmal hier die Fensterscheibe runter. Na, Junge, vermisst du dein Auto oder was? Wow, wow. Oh, bin ich... Oh, du willst dein Lambo wieder, hä? Ja, Stani, komm doch. Bro, übertreib dich, Mann. Bro, komm doch. Oh, bin ich wieder weggefahren. Ach komm, Stani. Oh, Leute. Oh, Gott, Leute, der wird gleich richtig sauer. So, Stani, bleib jetzt da. Wo sind meine Dias? Bro, ich hab dir die Koordinaten gesendet, Alter. Und du bist ganz sicher, dass die da sind? Bro, sonst muss ich noch eine Runde mit deinem Lambo fahren. Zu weit, sag ich ganz ehrlich. Du, ich habe auch schon mit Omi telefoniert. Der meinte, 370 gibt er mir für den Wagen. Bro, weg jetzt, raus. Okay, Leute, wisst ihr was? Oh Gott, Leute, er ist so sauer. Ey, ich hoffe, die Koordinaten stimmen. Ja? Bro, du kannst Gamescom alleine gehen, ist mir egal. Komm, gib mir jetzt ein Auto, das ist gut. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Hause und checken erstmal die Koordinaten, dass wir unseren Loot wiederbekommen. Ey, Bro, ich hoffe jetzt, das stimmt, was du hier mir gesagt hast, ja? Oh, du hast voll übertrieben, ich sag dir ehrlich, Alter. Ich hab übertrieben? Natürlich, Alter. Ich musste das machen. Ja, gut, du, das ist rein, ist durch, Alter. So, warte. 1111 minus 37. Okay, das muss irgendwo da hinten auf dem Berg sein. Warte, 1000. Oh, da sind wir schon mal auf der richtigen. Oh, jetzt werde ich auch noch angegriffen, ich habe noch gar keine Rüstung. Ey, Mann, jetzt sind nachts sind ja auch noch Monster. Ja, dass du das hoffst, ist mir klar. Ey, wehe, hier ist jetzt... Ja, genau, los. Oh, wehe, hier ist jetzt nicht mein Loot, ey. Dann drehe ich durch. Warte mal, ich nehme hier schon mal eine Schaufel. Das ist bestimmt irgendwo versteckt hier. Minus 37. Ey, Bro, wie weit bist du denn weggelaufen? Hättest du nicht direkt unter der Burg verstecken können? Was, hier bei den Fackeln oder was? Bro, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das ist. Aha, hier ist zumindest schon mal... Bro, besser für dich, dass du jetzt hier die Wahrheit gesagt hast. Besser für dich, dass du die Wahrheit...
Ja, Bro, juck mich doch nicht. Ja, tschüss. Juck mich doch nicht, Bro. Das war das letzte Mal, dass ich dich hier bei mir bedient habe. So, Leute, wir haben zum Glück wieder unser Loot wieder zurückgeholt. Ja, anders da ging das nämlich nicht. Ich musste dein Auto klauen, sonst hättest du mir das nicht mehr gegeben. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Verhalten findet. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex.